ist Teil des Alltags vieler Muslime in diesem Land. Es ist Teil ihrer kulturellen Identität. Es gehört zu ihrer Identität, wie für den Politiker das Sakko dazu gehört, wie für das Schulkind die Schultasche oder der Mechanikerin der Blaumann. Nun aber ist dieses Tuch Symbol ihrer antimuslimischen Politik geworden. Die Mullahs im Iran schreiben Frauen vor, was sie am Kopf zu tragen haben. Aber Sie, geschätzter Minister und auch Abgeordneter der FPÖ und ÖVP, Sie tun genau das Gleiche hier in Österreich, nur auf eine andere Art, indem Sie den Frauen vorschreiben, was sie nicht zu tragen haben am Kopf. Entspricht das nicht im ersten Schritt die Mädchen, im zweiten Schritt die Frauen? Entspricht das nicht der genau selben Geisteshaltung? Ein Hoch auf die mutigen Frauen im Iran. Ein Hoch auf die Selbstbestimmung für jeden Mann, für jede Frau auf dieser Welt. Ich persönlich bin ganz entschieden gegen Zwänge jeder Art. Und das ist übrigens auch die Mehrheit aller Musliminnen und Muslime in diesem Land. Niemand ist dafür, dass Mädchen gezwungen werden, Kopftücher zu tragen. Wirklich kaum jemand. Und die ganz wenigen Fälle, wo das passiert, wo Mädchen gezwungen werden, erfordern individuelle Gegenstrategien, wo der Staat Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen unter die Arme greifen muss und den Eltern. Wo sind da die Ansätze? Wurde jemals der Dialog mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs eingegangen? Oder müssen diese weiterhin über ihre Maßnahmen und Bestrafungen aus der Zeitung erfahren? Geschätzte FPÖ, ist es wirklich das, wovor Sie Angst haben? Haben Sie Angst vor diesem Tuch? Oder ist es das, was Sie seit über 10 Jahren als Symbol verwenden, um eine Gefahr, eine große Gefahr für unser sogenanntes christlich-säkulares Abendland hervorzubeschwören, um die Gesellschaft von den wirklichen Problemen abzulenken? Ich sage Ihnen was, geschätzte Damen und Herren. Ja, schauen Sie mich an. Hat sich irgendwas verändert? Bin ich nicht nach wie vor die Martha Bismann, Diplom-Ingenieurin, Umweltexpertin, Nationalratsabgeordnete, freie, emanzipierte, feministische, konfessionslose Frau, der festen Überzeugung, dass jeder Mensch frei in Recht und Würde geboren ist? Ich hatte in den letzten Monaten die große Ehre, viele großartige muslimische Frauen kennenzulernen, die Sie strafen wollen, darunter Ärztinnen, Physikerinnen, Lehrerinnen, Arbeiterinnen, Angestellte, Mütter, Töchter. Sie sind so erfolgreich, so engagiert, denn ein Kopftuch hindert niemanden davon, daran Karriere zu machen. Reden wir doch mal mit den muslimischen Frauen, anstatt immer über sie. Wir können auch viel von den muslimischen Frauen lernen. Werte wie Toleranz, Hilfsbereitschaft, Solidarität, Gemeinsinn. Das sind Werte, die tief in der muslimischen Gemeinschaft Österreichs verankert sind. Frau Abgeordnete, kommen Sie bitte zum Schlusssatz. Österreichische Werte übrigens. Aber jetzt ganz abgesehen von den Werten. Dieses Gesetz ist sehr wahrscheinlich verfassungswidrig, weil es weder die jüdische Kippa noch die Patka der indischen Sikhs betrifft. Schlusssatz bitte, Frau Abgeordnete. Auf die Religionsfreiheit in unserem Land. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Debatte um das Kopftuchverbot sei eine Scheindebatte, kritisiert Martha Bismann. Sie ist ohne Fraktion.